Hi Leute, Schwermetallisch hier. Heute habe ich ein Interview gemacht mit dem Lorenz von Traitor, Wolfpack und Rocking Thousands. Da macht er auch mit. Spannende Sache. Ja, da gibt es ein paar Live-Ausschnitte von Traitor, Wolfpack und dann werden wir eine ganze Menge quatschen. Da geht es um alles Mögliche, Musik, Corona, ihr kennt das ja. Und ja, da wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Zugucken und beim Zuhören. Ja, guten Tag. Der Lorenz ist hier bei mir und ich bei ihm. Was? Hi. Ja, nett hast du es da. Was hast du denn da für ein Poster im Hintergrund? Das ist Necro. Das ist so, eigentlich ist das so Hardcore-Horror-Rap. Aber so mit Metal drin und Etrecker hat da die Cover gezeichnet, Tom ist ziemlich cool. Und ja, mein Mitbewohner, der ist Beat-Produzent und der hat ganz viel so ziemlich geile Platten und da findest du immer ganz schöne Sachen dazu. Ah ja, bei Rap hast du gesagt? Ja, also Necro rappt, aber ist kein so Gangster-typisch Un-Rap, so ist viel mit Gitarre und allem und böse Texte und ziemlich morbide so und das ist ganz cool. Okay. So für die ruhigen Stunden so. Ich hatte letztens eine Interviewanfrage von einem Rapper aus Italien und dann habe ich mir das erstmal angehört, was er da so macht. Das war aber dann tatsächlich so mit Goldketten und Bling Bling und Da musste ich dann dankend ablehnen, weil ich muss meinen Interviewpartner ja auch zumindest so ein bisschen ernst nehmen können, sonst kann ich meine total krasse Professionalität ja auch nicht wahren. Ja, richtig, richtig, ne? Nachher wirst du noch Unschuh oder sowas, das wollen wir ja nicht. Ja, also ja, genau. mit V statt einem U. Ne? Genau. Ja, also 2020. Läuft ja jetzt nicht so gut für alle Mann und vor allen Dingen für die ganze Unterhaltungsindustrie, Veranstalter und Bands. Wann habt ihr denn jetzt mit Traitor oder mit Wolfpack, genau, 2K. Wann habt ihr denn da das letzte Mal ein Konzert überhaupt gespielt? Also so ein richtiges Konzert oder so ein Livestream oder sowas? Egal, eigentlich völlig egal. Also Livestream ist auch gar nicht so lange her, da war glaube Ende August, wenn mich nicht alles täuscht, oder war schon, nee, war Mitte September sogar. Ach also, ja, ich erinnere mich. Da hatten wir das letzte Mal irgendwie so quasi ein bisschen Bühnenerfahrung gehabt. Genau, du hattest mich aber eingeladen, ich hab's verpasst. Ja, kannst du aber noch nachschauen so, also ist von Bleib zu Hause TV so, kann man auf YouTube sich noch Ausschnitte anschauen, aber es gibt auch so weit, also wenn du so ein bisschen die Hintergründe noch sehen möchtest, dann war Mosh Passion da, Rockhard war da, Metal.de war da, die haben auch noch Reviews gemacht und ein paar so audiovisuelle Eindrücke auf YouTube hochgeladen, also kannst du einfach ein bisschen gucken. Und war cool, hat Spaß gemacht, war schon so eine Erfahrung, aber ist jetzt nicht so eine dauerhafte Alternative zum Live-Spielen so, aber man guckt halt, dass man nicht in Vergessenheit gerät und man muss halt auch ein bisschen aktiv bleiben und ja, dafür war es eine ganz gute Alternative. Man braucht ja auch Alternativen, weil, ich sag mal so, die meisten Bands konnten ja auch erstmal ein paar Wochen lang überhaupt gar nicht oder sogar ein, zwei Monate oder länger nicht proben und das ist ja katastrophal, ne? Ich meine, da kannst du der beste Gitarrist, der beste Bassist, Drummer oder Sänger sein. Wenn du nicht proben kannst, dann rostest du ein. Und als Sänger kannst du mit dem Proben alleine zu Hause vergessen, außer du hast ein Studio. Da erzählen die Nachbarn und die Olle alles anderes. Weil du kannst ja schlecht, außer du hast hier so eine, diese Boxen, die ihr kaufen kannst, wo du den Kopf reinsteckst. Ja, ja, aber die kannst du auch selber bauen, das ist kein Aufwand. Also muss man nicht kaufen. Baustelle selber. Ja, ich bin nicht so der handwerklich begabte Typ. Ich bin so, ich kann zeichnen und so ein Quatsch, aber so mit Werkzeugen und so, das weiß ich nicht. Mein Papa war früher im Schuppen immer alleine am Werkeln, der hat uns da nichts beigebracht. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Ja, wenn man halt mal mit, ne? So. Irgendwie so ein Todesstrahl, einen Transorbitalen zusammengeschraubt oder was und wollte das keinem erzählen, man weiß es nicht.
Ja, nee. Nee, aber das geht, also wie gesagt, also wir hatten jetzt das mit Covid, also natürlich sehr ärgerlich, weil wir auch Ende des Jahres, also 2019, gerade dieses Boxset veröffentlicht hatten, was auch super gut ankam, und dann wollten wir es halt noch live promoten und es fiel dann alles aus, und wir hatten wirklich ein paar schöne große Festival-Gigs auch und mehrere Touren angekündigt und was weiß ich denn. Und das fiel halt jetzt alles ins Wasser, was natürlich schade ist, aber wir haben es jetzt gar nicht so sehr wie die anderen Bands, dass wir dann nicht geprobt haben oder so, weil jeder von uns macht halt zu Hause dann, also du hast ja die Songs, dann spielst du die Songs, dann spielst du selber Musik, übst halt für dich. Über Internet geht es ja auch alles, und da gab es gute Alternativen eigentlich zum Sachen machen. Wir waren auch ziemlich kreativ, auch gerade mit Wolfpack war ich sehr kreativ, und sind da gerade an der EP dran, die fertig zu schreiben. Da gehen wir im März schon ins Studio, Ende des Jahres gehen wir nochmal ins Studio, um das Nachfolgealbum reinzuhauen, und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Und mit Traitor auch, also neues Album wird gerade fertig geschrieben, sind da am Machen und die ganze Palette abarbeiten. Also eigentlich ist jetzt so gesehen, wenn du da was zu tun hast und kreativ bist und die Leute mitziehen, ist dieses Jahr Auszeit total der Segen so. Ich meine, finanziell und alles, da müssen wir nicht drüber sprechen, aber du hast schon mehr Zeit, dich jetzt mal zum Songwriting zu widmen, und du musst es nicht über, also nicht überhetzen, und kannst es auch länger mal liegen lassen, dann nochmal anhören und sagen, ja, nee, ist doch nicht so gut, wie wir dachten, und das halt nochmal überarbeiten, ohne dass du halt irgendwie terminlichen Druck hast, und das ist schon auch sehr angenehm. Also für mich Das persönlich. ist auf jeden Fall. Was macht ihr denn eigentlich so abseits der Musik arbeitstechnisch? Weil heutzutage ist es ja nicht mehr gang und gäbe, dass man ein Album raushaut und danach Superstar ist und ein paar Millionen auf dem Konto hat. Was hat sich Ja, klar. verändert? Also ich kann da nur für mich jetzt sprechen, also weil die Jungs bei Traitor, der Gerd beispielsweise, der ist, ich glaube, Einzelhandelskaufmann oder Industriekaufmann, so irgendwie sowas. Der ist da noch am Arbeiten. Der Andi, unser Drummer, der ist Heimerziehungspfleger und ist auch Heimleiter, also macht auch was Soziales. Und der Matze, der ist Holzbauingenieur und verkauft riesen Holzbauanlagen so nach Brasilien und alles. So, der arbeitet für die Bösen, so quasi. Das macht Eieieiei. er. Und ich persönlich, ich mache nur Musik. Und geht mir schlecht als recht momentan, aber du machst nebenbei natürlich auch andere Sachen. So, ich bin Türsteher in der Bar, noch jetzt wieder frequenter als davor. Arbeite fürs Metal Striker Magazin als Redakteur, schreibe da Sachen. Manage noch Bands nebenher, wo ich auch Geld bekomme für. Und ja, also bist halt mehr so, also ich bin mehr in der musikalischen Welt dann unterwegs, aber habe davor eigentlich als Zimmermann gelernt und Geophysik studiert, und dann irgendwann ist es so rausgekommen, dass man mehr schlecht als recht davon leben kann. Aber ich meine, ich kann aufstehen, wann ich möchte, ich kann machen, was ich möchte, und bin mein eigener Chef, was irgendwie auch ziemlich viel wert ist. Ja, auf jeden Fall. Also die meisten schlagen sich ja durchs Leben, indem sie mindestens 50% ihrer Lebenszeit damit verbringen, irgendeinen Scheiß zu machen, der sie total ankotzt. Ja, aber ich meine, guck mal, Musik ist ja, also das ist ja immer das Ding. Also dann denkt jeder so, ja, ich stehe dann so mal um 12 auf, dann trinke ich erst zwei, drei Bier oder so, rauche eine Tüte, was weiß ich, und dann starte ich so um 17 Uhr in den Tag oder so. Das ist natürlich nicht der Fall. Also wenn man das halt so richtig macht, also ich stehe spätestens um 7 Uhr morgens immer wach, dann mache ich mein Bürokram, was halt auch so labeltechnisch ansteht, da muss ich mit der GEMA dich rumschlagen, muss ich mit Verträgen rumschlagen, diese ganzen bürokratischen Scheiß halt dann. Wie sieht es mit der Webseite aus? Was ist mit dem Merch? Und da, also ist halt logistisch und terminlich so kann ich das halt sehr gut vereinbaren, weil ich halt nicht diesen 9-to-5-Day-Job habe. Und da muss halt irgendwie auch dran am Ball bleiben. Und wenn du jetzt nicht irgendwie ein großes Management oder irgendwelche Leute hast, die dir das abnehmen, dann sieht es schon schwer aus. Und ich verstehe das auch voll bei anderen Leuten, die dann abends um 18 Uhr nach Hause kommen. Da hockst du dich nicht nochmal irgendwie 6 Stunden am PC und haust dann einfach nur Daten rein und wie das mit der GEMA ist und liest danach, wie hat es sich jetzt in Amerika wieder Musikrecht geändert und alles und worauf du halt alles achten musst. Und da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mir die Zeit nehmen kann und es halt auch mache. Und es spart am Ende halt auch Geld, weil wir niemanden dafür anstellen müssen. Oder?
Hier spart ihr eine ganze Menge Geld, würde ich sogar sagen. Ja, Und ich sage mal so, die ganzen Geschichten von Bands, die, sage ich mal, übers Ohr gehauen wurden von irgendwelchen Managern, die, sage ich mal, mit der Musik nichts am Hut hatten und nur geil auf die Kohle waren, die sind ja kaum zu zählen. Ne? Die ganzen Bands, von denen noch nie eine Sau gehört hat, weil die irgendwie eine Platte rausgehauen haben, 1983, bei irgendeinem Label, was seit 40 Jahren nicht mehr existiert. Meistens liest du dann irgendwann irgendwo, ah, die hatten sich damals getrennt, weil die hatten irgendwie einen Deal mit irgend so einem Penner. Und Ja, der hat also die Sache an die. Necronomicon war da was, wenn die dir was sagen. Kennst du Necronomicon? Ich glaube, boah, lass mich lügen, ob die jetzt, nee, aus der Schweiz sind sie nett, die sind doch schon aus Deutschland. Und die hatten auch lange mal so einen Streit mit einem Label und durften ewig lang keine CDs nachpressen und rausbringen. Und das hat denen dann schon irgendwo das Genick gebrochen. Also kann da halt auch so laufen. Und darum ist, glaube ich, bei uns ist immer so. Je weniger du abgibst, umso mehr Arbeit hast du, aber umso mehr Kontrolle hast du auch und das ist irgendwie ganz gut, das läuft auch. Ja, das war, glaube ich, auch bei Tool war das, also die War waren auch so schon ein. längst fertig mit dem Ding und durften aber kein neues Album rausbringen, solange die noch vor Gericht waren mit ihrer alten Plattenfirma. Und sowas ist halt einfach scheiße. Das hat nichts mit Kunst zu tun, so einen kreativen Prozess über 15 Jahre zu blockieren oder so, einfach nur weil, wir haben jetzt irgendwie Recht hier oder was, weil wir uns euch damals in so einen Knebelvertrag gezwungen haben. Das ist scheiße. Also darum ist auch, also ich, wenn du von diesen ganzen Paragraphen und was weiß ich, was da alles drinsteht, so in Plattenverträgen, das kommt ja auch, also die können von 3 Seiten bis 120 Seiten sein, so. Wenn du da keine Ahnung hast, hol dir einen Anwalt für Musikrecht, zahl da einfach mal 200, 300 Euro, lass den da drüber schauen und dann hast du wenigstens eine korrekte Aussage und dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du das machst oder nicht. Und auf jeden Fall ist es kein rausgeworfenes Geld, wenn man das macht, sondern eher gut investiertes Geld, weil nachher hast du möglicherweise das Nachsehen. Und ja, dann guckst du in die Röhre, ne? Ja, das, wenn ich irgendwie schreibe, dann merke ich ja ganz oft, ne, ich kriege ja öfters mal von irgendwelchen Plattenfirmen, die jetzt irgendwelche Sachen neu veröffentlichen, die 1000 Jahre alt sind oder niemals veröffentlicht wurden, weil es damals nur irgendwie eine Sammlung von Demos gab. Da Ja. kriegt man halt viel mit, ne, was da irgendwie schiefgelaufen ist vor 1000 Jahren. Aber weg davon, vom Paragraphen habe ich natürlich nicht so viel Ahnung, aber ich habe auch mal Türsteher gemacht. Das wollen wir Ah mal ja, in. siehst du. Ist ja ein super beschissener Job. Also ich würde mir, glaube ich, schon erst in den Sack und dann in den Kopf schießen, wenn ich das jeden Tag machen müsste. So. Also das ist so nichts von Dauer, aber ist halt, weißt du, ich wohne da in Tübingen, so ich bin da in so einer Shotbar so und da sind halt also ja, meistens Studenten und irgendwie so, ich sag mal, zwischen boah, 20 und 25 oder sowas oder sogar von 18 bis 25, so das ist so das Klientel, was da ist und die saufen halt wie so ein Arschloch so, ne, so und wir haben über 300 verschiedene Shots so, ne, und dann ist klar, dass die Leute da besoffen sind, vor allem wenn der Alkohol billiger ist als Wasser und da hast du dann schon ein bisschen Ärger, aber wenn ich jeden Tag eine Scheiße machen müsste, nee, kein Bock, also absolut nicht. Ich hab das eine ganze Zeit lang gemacht, weil ich wollte Tätowierer werden und hatte mir dann tatsächlich den Plan zurechtgelegt, ich mache am Wochenende mache ich Türsteher und unter der Woche werde ich Tätowierer. Und das hat eigentlich sogar geklappt. Ich war sogar bei einem Studio und alles, aber das hat sich dann irgendwie so ja, erledigt. Man hatte Streitereien und dann hat das alles nicht funktioniert. Und das mit dem Türsteher habe ich dann irgendwann auch sein lassen, weil ich einfach beschissen bezahlt wurde. Und halt. Ja. Hier im Pott ist es halt so, dass die dann die Leute auch ständig Schläge androhen und so, ne? Und ach, nee, nee, das ist na. Da ist mir das ganze Musik-Business doch lieber schreiben, Videos machen, irgendeinen Käse posten und gucken, dass irgendjemand da darauf abfährt, wenn man irgendwie Glück hat. Apropos auf Sachen abfahren. Was sind denn so deine über den Daumen gepeilt fünf? Die 5 Alben dieses Jahr, sag ich mal, wo du sagst, dafür hat sich das gelohnt, aufzustehen 2020. 5 Alben dieses Jahr. Die Onslaught war ziemlich fett, die neue. Die fand ich geil. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr von Fusion Bomb aus, ich glaube, die sind aus Luxemburg oder Liechtenstein. Das ist so Crossover Thrash Metal, aber ist noch nicht so Pizza Thrash. Und die haben dieses Concrete Jungle rausgehauen, was
ich ziemlich fett fand. Ja, was gab es denn noch Gutes? Gut, boah, die neue Warbringer fand ich okay. So, die wird ja super, super abgefeiert, so, aber die fand ich gar nicht so geil, um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube, das hattest du beim Ernie schon gesagt, dass die Warbringer fandst du okay, aber nicht so super. Muss aber. Ja, aber ich glaube, das sind so man hat da immer diese Sachen, weißt du, wenn du das früher damals irgendwie so zum ersten Mal gehört hast, so boah, geil, so und. Das hat irgendwie so Emotionen in dir ausgelöst, so, und dem jagt man immer so ein bisschen hinterher, wieder dieses gleiche High zu haben davon, so. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt realistisch ist, ob man das dann, also viele Bands, so, vor allem wenn du halt selber Musik machst, so, dann weißt du, was die da machen, so, wenn du es dir genauer anhörst, und dann so, ah ja, hätten wir das aber so gemacht, oder hätten wir da doch nochmal irgendwie eine andere Akkordfolge, so dann wäre es noch fetter gewesen, so, ne? Und klar, dann ist man da vielleicht ein bisschen kritischer. Also es ist ein gutes Album, es ist mein Warbringer-Album, keine Frage. Aber das hat mich jetzt nicht so geflasht wie dieses War Without End oder diese War Torn Asunder und sowas. Aber nö, das war, also wie gesagt, also das war schon gut. Also würde ich schon so 7 von 10 Punkten geben, aber nicht so, wie es überall angepriesen wird, als das. 11. Überall. Also. 11 von 10 Punkten. Aber sonst alle 5 aus diesem Jahr. Schwierig. Also, oh, die neue Pessimist aus Lörrach, die ist fett. Die ist ziemlich fett. Jetzt weiß ich nur den Namen nicht. Und ich glaube, die kam auch dieses Jahr raus. Und sonst. Ah, ich hätte eine Enttäuschung des Jahres noch so. Aber das ist so, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen das, weil jeder das macht. So die neue 6 Feet Under. Die ist wirklich nicht gut. So, also, und ich hatte da erst Hoffnung, weil ich bin eigentlich ein riesen 6 Feet Under-Fan und so. Also die hätten früher irgendwie ein Stück Scheiße auf CD pressen können und ich hätte es geil gefunden. Aber dieses neue Album, da, boah, also, keine Ahnung, hatten die irgendwie nur 2 Wochen Zeit, um die Songs zu schreiben oder so. Und dann hast du ja diesen, der Owen von Cannibal Corpse ist ja wieder dabei und da dachte ich auch so, boah, ist doch nicht mehr so das Wahre wie früher, aber. Ja, also das war eine herbe Enttäuschung, aber ich glaube 5, ich krieg nicht mal 5 Alben zusammen, die mich richtig... Ich glaube, du bist schon bei 5. Ja, also die dieses Jahr rauskamen, dachtest du. Aber, Warbringer? Ja. Also die Warbringer, die war okay. So, sie war sehr, also nicht super überragend wie die anderen. Concrete Jungle von Fusion Bomb war super geil. Die Onslaught war super krass, die neue. So, ja, die Pessimist, die neue, war super geil und gut, sonst, jetzt müsste ich raten, was ich noch so gehört habe, so. Aber, na, das ist alles nicht aus 20, so die neue Crysix fand ich gut, diese, die, nicht die Blue Before Black oder sowas, sondern, komme ich auch nicht drauf, aber so ein schwarzes Cover, so, und ich weiß nicht, ob die 19 oder 18 schon rauskam, aber die war ziemlich fett. Und die fand ich auch ziemlich cool, weil die Jungs, die sich gar nicht, die nehmen sich nicht so ernst und sind so aus Spanien. Ich glaube Spanien oder ne, Spanien sind es nicht, Portugal. Und cool, also der coole Sänger, so, weil der hat einen ziemlich großen Range, so, in seinem Gesang, so, und macht einfach mal witzige Sachen und die nehmen das nicht so bier ernst, machen aber harte Musik und so, und das finde ich sehr sympathisch, so. Die waren ja auch nicht schlecht. Ah, doch, ich hätte noch eine. Ja, jetzt fällt es mir ein, so, wenn ich ein bisschen dran sitze. Die Nuclear Warfare, die Lobotomy. So, ich weiß nicht, ob du Nuclear Warfare kennst. Nur vom Namen her. Nur vom Namen, ja. Also, alles, was ein bisschen extremer ist, durch, weil bei mir ist das echt so, alle paar Monate mache ich wieder so einen Sprung und dann finde ich wieder irgendwas geil, was mir von einem halben Jahr oder so noch nicht gefallen hätte. Da hat mir ein PR-Kollege hatte mir gesagt, hör dir mal hier Storm Thrash an. Das ist eine Band aus Venezuela. Okay. Und die rennen sich echt wirklich böse an. Also ist wohl auch ein ziemlich raues Pflaster da. Angeblich laut Wikipedia der gefährlichste Ort des Planeten. Die waren wohl noch nicht in Eitel. Aber ist auch ein Sänger, der hat eigentlich schon eine Range, der keift aber zwischendurch auch gut rum, also ist irgendwo zwischen Bobby Blitz und Tom Araya. Auf jeden Fall, da werden links und rechts werden da Nacken gebrochen, also gute Nummer. Und die Fusion Bomb, die habe ich letztens erst rezensiert, die fand ich auch ziemlich cool.
muss ich sagen. Die macht Spaß. Also ich fand, also gab keine großen Ausreißer drauf, so irgendwie ein Song, das fällt mir aber gar nicht ein, welcher es war, ich glaube der siebte oder so, fand ich nicht so gut, aber das ist wirklich so 40, 45 Minuten einfach gute Laune, Party-Mucke so und guten Groove dabei und lustige Texte auch, aber dann auch wieder ernste Texte, also ist cool. Also hat mir echt gut gefallen, so. Gut Fact. Ja, ich hör ja überwiegend jetzt momentan Thrash und dann Stoner und Doom. Und ja. Auch bei so US-Metal-Geschichten kam wirklich einiges Gutes rüber dieses Jahr. Du scheinst ja, wenn ich dir die Top 5 vorgebe, dann haust du erstmal 15 Thrash-Platten raus. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass du nicht so viele andere Musikrichtungen vielleicht hörst. Das ist eine Lüge, das ist eine große Lüge. Wenn man egal sehen würde, ist das beginnt. Bei Slayer geht dann rüber zu Lana Del Rey, dann kommt Best of Ice Cube und Will Smith, dann NWA, dann kommt Mozart, dann sind wir bei Led Zeppelin, dann sind wir bei Maiden, so alles. Also alles, was ich cool finde, hole ich mir auch und das kann von Pop über Jazz, über Funk zu Klassik gehen, zu Extreme Death Metal und ich finde, also mit was ich ja gar nichts anfangen kann, so ist so. Ja, einfach dieses Ballermann-Schlagerzeug so. Also weil irgendwie so rotes Pferd und so ein Bullshit, was du halt überall hörst, dann so. Also damit kannst du mich echt jagen auch. Und nicht mal mit 4 Promille kann ich das feiern. Und ich glaube, es liegt bei mir halt eher daran, dass ich so, wohne ich so in so einer Musiker-WG, wo mein Mitbewohner, also der baut so richtig Oldschool-Beats, hat nur Jazzplatten so. Also das Älteste, was du da findest, ist so 78 oder sowas. Und hat da die ganzen Erstpressungen und macht es so richtig oldschool mit so einem MPC, wo er dann irgendwie sich ein Beat, der irgendwie 2 Minuten läuft, dann so, das sind dann 20 verschiedene Platten und das schneidet er alles selber, haut eine eigene Bassline drauf und alles. Also das ist ziemlich durchdacht und cool und da kriegst du auch richtig gute Musiker mit und da habe ich dann natürlich auch so mehr Kontakt zu wirklich oldschool-jazzigen Sachen und irgendwie so Fusion-Jazz auch und finde ich sehr interessant, macht auch Spaß so von Kompositionen her. Und ich habe einen großen Bruder und der ist Elektro-DJ und macht da auch ziemlich viel so mit Moogs, also diesen alten Synthes so aus den 80ern und alles und macht da, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also ich glaube, es ist so elektronische Tanzmusik so mit so Native Beats drin, so also viel mit so afrikanischen Trommeln, so Rumba-Takte und sowas. Und der kommt eigentlich auch ursprünglich aus dem Metal, ist ein krasser Gitarrist, also irgendwie Malmsteen, den raucht er in der Pfeife so vom Solieren her und alles, aber irgendwann kam der mehr so auf die Elektroschiene und hat das dann wieder verfolgt und von dem habe ich da immer ziemlich viele Einblicke so in andere Musik auch und gerade halt auch was jetzt im Hip-Hop-Bereich abgeht, so durch meinen Mitbewohner oder halt was im Elektro passiert durch meinen Bruder und bin halt selber an Musik interessiert und wenn es cool klingt, juckt mich das nicht, was das für Musik ist. Wenn das irgendwie eine schöne Melodie hat oder einen groovigen Text oder es einfach macht Laune beim Hören, dann gebe ich mir das. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie so, das ist kein Metal, drum ist scheiße so. Also wer die Einstellung dann irgendwie so mit Ende 20, Anfang 30 noch hat oder sowas, das tut mir leid, weil dann gehen dir ja ganz, ganz tolle und viele gute Musik irgendwie flöten und klar, wenn du das Radio anmachst so und dann irgendwie kommst du mal auf Big FM oder das Ding und da kommt diese ganze Chart-Scheiße so. Gut, da sind auch immer 3, 4 gute Songs vielleicht dabei, aber das meiste, das holt mich halt einfach nicht ab so. Aber jeder soll hören, was er möchte und wenn es dir nicht gefällt, musst du auch gar nicht drüber irgendwie lästern oder so, dann hörst du halt einfach nicht an, fertig so. Leben und leben lassen. Ja, ich hab ja ein ganz besonders schweres Brot. Meine Freundin, die hört ja überhaupt gar kein Metal. Die hört halt eher so Chartmucke und halt so Tanzkram halt, ne? Ja. Aber die kann das halt auch immer gut erklären, warum. Das ist mir immer wichtig, damit, dass die Leute mir irgendwie sagen können, was mir auftragt, gefällt mir, weil. Also bei mir hat es aber nichts mit der Einstellung zu tun. Ich höre halt wirklich eigentlich nur Gitarrenmusik, weil alles andere holt mich halt nicht ab. Ne? Wenn ich irgendwie Hip-Hop höre oder so, da mag ich höchstens ansatzweise irgendwelche alten Klamotten, weil diese ganze populäre Bling-Bling-Nummer da irgendwie, die geht mir einfach hart auf den Keks.
Ich brauche. Hat so viel Autotune jetzt mittlerweile drin, so was ist, kann irgendwie jeder machen und das finde ich halt langweilig. Und wenn du dir so, ich meine, so gibt immer so Grandmaster Flash, die alten Sachen, Run DMC, Lords of the Underground, so das ist richtig handgemachte Musik, so und das hat einen richtigen Flow und ist cool, es ist einfach und es ist nicht so, ja, ich fick jetzt deine Mutter und habe ein Kilo Koks dabei und sowas, so nee, die machen einfach, haben auch eine coole Message mit und ist einfach gute Musik, so. Also es geht gut rein und das kann man sich gut anhören. Also. Wichtig ist mir einfach, dass ein Rapper, jemand, der sagt, pass mal auf, ich mache Hip-Hop, der Ja. da vorne steht, dass der wirklich rappt. Und du hast halt, also das war zumindest so Ende der 90er und in den 2000er Jahren, auch in den 2010er Bereichen noch so, du hast so viele Leute gehabt, die haben irgendwie ein, zwei Worte gesagt und dann haben sie sich irgendwie so ein bisschen durch den Text geschummelt, haben nicht wirklich gerappt, da wurde nicht gerimt, nix. Das war halt immer nur Ja. so ein ich schummel mich hier irgendwie an der Melodie entlang und eigentlich kann ich als Vokalist nichts. Ich sehe irgendwie vielleicht ganz geil aus oder habe ein paar Chicks im Hintergrund und ein bisschen Bling-Bling und da bin ich raus. Ne? Also wenn du sagst, du bist Rapper, dann rap oder lass es sein, aber dann mach irgendwas anderes. Ne? Werd Schreiner oder so. Ne? Ja, Deswegen, richtig. wenn mich einer fragt, ich als Nullchecker, was Hip-Hop angeht, also zumindest was modernen Hip-Hop angeht und Underground-Kram oder so, wen ich gut finde als Rapper, dann kommt bei mir immer Eminem. Weil ich finde, der ist Eminem schnell, ist der ist immer, schnell und ja. der ist gut. Man muss den nicht mögen und ich verstehe auch nicht immer, was der sagt, weil er ist mir zu schnell und ich hab die Lyrics nicht. Ne? Die habe ich ja irgendwie bei einer Metalband, habe ich im Zweifelsfall die Lyrics zur Hand. Aber bei Eminem, da hörst du mal zwischendurch was und denkst dir, jo, ist cool, alles klar. Ne? So halt, ne? Also die Ja, meisten. aber finde ich auch, ist coole Musik. Also, du kannst halt auch wirklich so anhören und ich meine, alles, was du da in diesen Beats hörst, kannst du auch auf der Gitarre nachspielen, so, ne? Also es klappt schon. Ja, und vor allen Dingen, der hat tatsächlich für einen Hip-Hopper, der einen gewissen Status hat, noch ein ziemlich gutes Gefühl für Melodien. Ja. Zum Beispiel hier Und vor allem, was auch durchgespielt. wichtig ist, der schreibt halt seine Texte selber so, ne? Und macht seine Musik selber und arbeitet dann mit anderen Künstlern zusammen so. Aber der ist halt auch kreativ mit dem. Der kriegt jetzt nicht einfach ein Beat vorgehauen und so und jetzt nuschelt er mal was drauf so. Aber ja, das ist halt auch eine Geschmackssache, was man da mag und was nicht so. Also, ich kann jetzt so aus deutschem Hip-Hop beispielsweise, was ein cooles Album war, was, glaube ich, auch dieses oder letztes Jahr rauskam, das war von Vandalismus, also von Vandal. Und das heißt, war Gloria und Schwefel, glaube ich, oder Schwefel und Gloria, irgendwie sowas. Und der macht halt auch seine Sachen selber und hat immer so witzige Filmzitate noch da drin und hat halt durchdachte Texte und float richtig und kann man sich, also sind gute Melodien, sind auch handgemacht so und finde ich geil, also fand ich nicht schlecht. So, aber es ist halt nicht das, wo ich permanent höre, ich habe da, also mal, hat ja immer so Phasen, wo man nur eine Sache hört, dann findest du mir was anderes geil, so wie bei dir vorhin, so dass du da irgendwie aus Venezuela dann das Ultra-Gekeife hast und es gefällt dir ja eigentlich nicht so, mehr Melodie und jetzt irgendwie ein paar Monate später so, weil hat sich irgendwas geändert, ja, voll Bock auf diese Gewalt, so, ne, und es hat immer so phasenweise. Ja, das ist bei mir halt einfach so, ich dachte immer, ich mache viel, aber ich mache anscheinend gar nicht so viel. Ich mache halt im Monat so meine 30, 40 Reviews. Heißt, ich höre halt auch 40 Platten im Monat. Ne? Und ich höre halt abseits von der Arbeit, höre ich halt trotzdem noch weiter Musik. Ne? Wenn ich irgendwie zock oder so oder irgendwie, was weiß ich, wenn ich koche, dann mache ich mir auch Musik an. Ich höre halt Ja. einfach mehr oder weniger permanent Musik, außer meine Freundin ist da. Und du hörst dich, also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwann sage so, boah, ich kann Iced Earth nicht mehr hören, die finde ich jetzt scheiße, weil nein, ich habe die auf dem Arm tätowiert, ich werde die immer geil finden. Aber Ja. wenn ich jetzt 40 Bands rezensiere, die sich alle ähnlich anhören, dann will ich danach irgendwas anderes haben. Das ist, als ob du einen Schluck Wasser im Mund hast, nachdem du was geschmeckt hast, damit nicht alles gleich schmeckt irgendwie. Ja, Und ja. so verändert sich das irgendwie bei mir. Und Gott sei Dank mag ich die alten Sachen dann immer noch und das Ganze fächert sich einfach irgendwie so auf. Aber vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, nö, auf keinen Fall, wird nie passieren. Aber Schlager, da bleibt es so. Ich glaube, da werde ich auch irgendwie nochmal notariell was festlegen. Falls ich jemals mit Schlager erwischt werde, dann darf man mich erschießen. Ja, zur Not mache ich das so. Das würde ich, da hätte ich nicht mal ein schlechtes Gewissen so. Aber das ist halt auch so ein Ding so. Also das musst du halt wirklich mögen oder
bist halt am Saufen und am Rumkrakeelen so und dann vielleicht cool so auch mit der richtigen Gruppe und dann Spätzeln zusammen und sowas, aber mich nervt es einfach. Ich finde es einfach so stumpf und stupide und nicht mal mit, Alter, nicht mal mit 12 Promille so. Also echt glaub einfach nicht so. Dann wird keine Freunde mit. Da würde ich sogar, um das auszumachen, würde ich sogar vom Sterbebett aufstehen. Okay, alright. 90 Jahren. Das ist egal. Du weißt aber auch, dass Internet nichts vergisst, so. Also das ist es für die Ewigkeit so. Da muss man mich praktisch also in 40 Jahren oder 50 Jahren, wenn ich dann nochmal aus dem Bett kletter, um Schlager auszumachen, muss man mich auf jeden Fall filmen. Das sieht dann das letzte Video für meinen YouTube-Kanal. Dann mit so einer Gehkrücke irgendwie noch alles abräume und so ein Zimmer zerlege, praktisch Led Zeppelin-mäßig. Ja. Das war auf jeden Fall cool, so, wenn du über 80 bist und es immer noch machst. Und wir sagen, krasser Opa, so, ne? Ja, wie bei dem Video von den Foo Fighters hier vom letzten. Ja, richtig. Auch so eine Band, die irgendwie schon gute Sachen macht, die ich mir aber auch nicht am Stück anhören kann. Also ein ganzes Album Foo Fighters geht für mich irgendwie nicht, weil wird dann irgendwie langweilig. Aber die haben immer so ein, zwei Nummern, die finde ich dann doch ganz gut. Ja. Also ich meine, das ist halt auch wieder so, das ist halt, ich glaube, mehr spricht halt größere Massen von Menschen an, so, weißt du, da ist der Gesang jetzt, sag ich mal, also er kann schon auch rumschreien und so, er kann ja auch rumgrunzen sogar, der Dave Grohl, aber das meiste, was, glaube ich, am Metal abschreckt, ist eh immer der Gesang erstmal. Also ich meine, du stehst ja auch nicht so auf Brutal Death Metal oder sowas, weil hörst du eh nicht, was die sagen, so, und immer diese Cookie Monster Growls, so, also das muss man mögen, so, ne, und ist natürlich dann auch alles sehr tief gestimmt, ist immer schnell oder super langsam und weiß ich nicht. Also das sind halt so speziellere Sparten, die man da mögen muss. Und die Foo Fighters gehen halt, das ist halt so Stadionrock, kannst du machen damit. So, läuft ja auch. Ich meine, ich spiele ja auch noch in dieser Rocking Thousand Band. Und die sind ja durch die Foo Fighters quasi entstanden. So, ne? Und da spielst du dann auch immer Foo Fighters, aber ist natürlich ein ganz anderes Happening, wenn du da mit 1000 Musiker irgendwie in einem Stadion spielst und irgendwie so 80.000 Leute um dich rum hast und alles ist über perfekt im Takt und so auf die Eins und so. Das ist dann schon so eine Macht und die ganzen Songs kannst du halt auch noch mit 3 Promille mit schreien und macht Spaß. Das ist halt auch was Gutes, ne? Also ich finde auch, Stadionrock ist etwas, was man auf keinen Fall irgendwie schlecht reden oder unterschätzen darf, weil das ist ja praktisch so der Schlager für den Metaller, den er erträgt, den er irgendwie insgeheim liebt. Ne? So, eben weil wir nicht besoffen Schlager mitgrillen wollen, sondern dann doch lieber irgendwie Queen, Whitesnake oder weiß der Henker was. Ne? Ja. Jo, du spielst in wie vielen Bands? Traitor Wolfpack und? Ja, und Rocking Thousands, das ist diese weltgrößte Coverband. Genau. Werde ich mir gleich auch mal ergoogeln. Du kennst die auch. So, die, das war auch schon in den Tagesthemen. Man hat in Frankfurt erst einen Weltrekord. Letztes Jahr war es, glaube ich, aufgestellt. Ja. Und das ist eigentlich so durch Italiener entstanden. Und da kann auch, theoretisch kann da jeder mitspielen. Du musst dich aber bewerben. Und ich weiß nicht, ob das von Instrument zu Instrument unterschiedlich ist. Und ich habe da auf jeden Fall so eine Bewerbung geschickt, weil fand ich cool, so machst du mal wegen der Erfahrung mit einem und dann beginnst du quasi ganz unten und kannst dich so hocharbeiten und irgendwann wirst du wie so ein Guru oder Mentor, wenn du dich halt gut anstellst, ja, musst dann Zeug neu vertonen und das rumschicken so und das muss ich alles machen und genau, dann irgendwie habe ich dann mal nach über einem Monat so, wo ich diese Bewerbung quasi abgeschickt habe, habe ich dann mal eine Rückmeldung bekommen, so, ja, ist nicht schlecht, aber mach mal das und dann wirst du halt irgendwie so eingespielt. Und ich weiß nicht, ob das überall so ist, mit jedem Instrument so, aber ich hatte halt diese Mails oder vielleicht, weil die so viele Anfragen hatten oder so, ich habe keine Ahnung, aber ich bin jetzt offiziell da drin seit 2000, Ende 18, glaube ich, war es, Anfang 19 und ja, es macht Spaß, es ist halt schon dieses Happening so, weil du hast dann irgendwie 200 Drummer, hast 100 Bassisten, 200 Gitarristen, 100 Leute, die irgendwie Blasinstrumente spielen, 200 Sänger so und hast ein Großohr vorne auf der Bühne, Dirigenten, Knopf im Ohr, kriegst immer alles gesagt, das ist halt wie im Orchester so und musst schon aufpassen, wie alles abläuft.
genau. Aber macht Spaß, ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung. So, ne? Also ich meine, gibt's da noch so Listen? Gibt's da irgendwie in diesem Gefüge dann noch, sag ich mal, einen Solo-Part für irgendeinen Gitarristen oder für einen Sänger? Oder wird immer alles irgendwie im Chor praktisch gespielt da? Nee, also du kriegst anfangs so, wenn jetzt irgendwie so, wir spielen die Commerzbank Arena in Frankfurt so. Dann kriegst du 2-3 Monate vor eine Setliste, so, das wird gespielt so, und dazu gibt es Audiomaterial, dass du das alles übst, und dann, also diese Gig-Vorbereitung läuft dann mit den 1000 Leuten so eine Woche davor, also du beginnst irgendwie montags so um 7.30 Uhr und Sonntagabend ist der Gig in dem Stadion, und dann ist jeden Tag von 7.30 Uhr bis 22 Uhr halt Probe und diese ganze organisatorischen Sachen machen und das Eingrooven auf die Musiker mit ein, und du hast dann so einen Knopf im Ohr und vorne den Dirigenten, und der sagt dann schon so, okay, jetzt Offbeat hier, nur linke Seite Gitarre wollen wir, okay, Bass setzt ein, Drums kommen auf den Offbeat drauf so, oder na, da ist jetzt ein Dreivierteltakt und jetzt fangen wir da erst die Drums an, so, und muss schon wach sein und aufpassen. Und okay. Ich meine, wenn du dich da mal verhaust, so nicht so wild, weil da sind ja 999 Leute, die möglicherweise es nicht verhaut haben, und dann stichst du da nicht so raus. So, ne? Und dann geht das schon. Also wirst da schon so durchgeleitet, und die, also musst halt auf den Dirigenten hören, und da musst du halt, muss man schon so ein bisschen üben und sich darauf einlassen, aber wenn man das richtig macht, so, und wer, wo, wann, Solo und sowas, dann ist es eine dicke Nummer immer so. Und dann spielen das halt, das Solo dann nicht irgendwie 2 Leute oder einer, dann spielt es halt irgendwie 40 oder so, und das wird davor auch festgemacht, und das ist dann alles komplett geil auf den Takt, alles auf die Eins, und ist halt eine Macht, weil es dann so viele sind, so, ne, und halt laut, und schon cool, coole Erfahrung. Also würde ich jedem empfehlen, der mal irgendwo Rocking Thousand sieht, schaut euch das mal an, ist cool, macht Spaß, ist dann so ein Konzert, das geht so 2,5-3 Stunden, also wenn du es da spielst, so, das kommt dir vor wie 30 Minuten, und ja, es ist eine fette Party, ist ein tolles Happen. Also ist im Prinzip für dich als Musiker, als ob du ein Konzert spielst, aber irgendwie auch einem Konzert beiwohnst. Ja, irgendwie schon so. Ja, also so ein bisschen so. Aber es ist halt, du spielst halt nicht deine Songs, du spielst halt Songs nach. So. Und du kannst jetzt, also was ich halt oft mache, weil ich auch dieses Jahr mit ein paar anderen Musikern, unter anderem der Gitarrist von Possessed, wir haben so von Sepultura das Territory neu vertont, und die hatten mich angeschrieben, so, weil sie meinen Style cool finden, und ich sollte es doch mal auf Bass vertonen, so, und da habe ich auch gemeint, so, ja, aber ich werde es halt nicht so nachspielen, wie es im Original ist, weil dann fragt wen anderen, weil finde ich langweilig, und habe da halt mehr Faxen gemacht, so. Und das kannst du natürlich da jetzt in dem Umfang bei den Rocking Thousands nicht machen, so, weil da hast du den Dirigenten, und wenn du da irgendwas reinspielst und das mehrere Leute machen, dann kommt der Typ da auch raus, und du hast da schon irgendwie so deine Vorgaben so, und da kannst du halt dich jetzt nicht so kreativ ausleben, wie wenn du selber einen bestehenden Song nochmal neu vertonst, wo du halt ein paar andere Sachen anders machen würdest. Ja, das ist halt eher so im Prinzip ein bisschen wie ein bezahlter Musiker, aber im Sinne von halt einer riesengroßen Nummer, ne? Also klingt auf jeden Fall schon cool, werde ich mir auf jeden Fall gleich mal anhören, wenn ich gleich noch Zeit habe. Also ich verspreche dir auch, Dennis, dass du das kennst, zu 100%, du hast es schon gesehen, 100%ig, weil jedem, dem ich das erzähle, so hört es nie gehört, so, doch, geh mal auf YouTube, gib Rocking Thousands ein, und dann siehst du die ersten Videos und dann so, ach, das sind die, so, ja, genau die. Also ich glaube, so ist der auch. Wo ist der Lorenz? Ja, vielleicht findest du ihn. Ich habe mich tatsächlich letztens, da hat der Sänger von Traveler, der JP Aboud, hatte ein Foto gepostet von dem letzten Gig in Oberhausen im März. Und da habe ich mich tatsächlich noch entdeckt. War aber auch gar nicht so schwer, weil ich wusste, wo ich stand. Ich stand nämlich ganz, ganz hinten. Und okay. Man sieht eigentlich nur so ein bisschen hell, das ist Haut. Und ein bisschen Haare, und der steht ganz hinten. Ja, das bin ich, alles klar. Kontur erkannt, alles gut. Das war das letzte Konzert, wo ich mit meinem Bruder war. Das war Traveler, Riot City und Midnight Force. Das war auch wirklich ein... Und wann war das?
Das war, boah, ich glaube, das war irgendwie am 3. März oder so, wirklich, also 2 Wochen vorm Lockdown im Prinzip, ne? Ah, okay. Und der Sänger von Riot City, der hat sich angehört wie der junge Eric Adams. Wirklich? Ja. Muss ich mal, muss ich mal, muss ich mal gucken, so, ob es da auf YouTube was gibt, so. Die haben zwischen dem Raushauen von ihrem Debüt und diesem Konzert hat der Sänger, der alte Sänger, hat gesagt: So, pass mal auf, ich habe gar keinen Bock mehr jetzt hier nur zu singen, beziehungsweise zu singen und Gitarre zu spielen. Deswegen werde ich jetzt mehr Gitarre spielen und zwischendurch vielleicht mal singen. Aber jetzt brauchen wir einen Sänger. Und dann haben die sich Jordan Jacobs, heißt der Mann, haben die sich den Jordan geschnappt. Und wir wussten das nicht. Wir haben erwartet, da ist jetzt ein Typ, der singt ganz geil. Ja. Und dann hat der Typ losgelegt und es hörte sich 1:1 an wie Manowar. Okay. Und das war wirklich so dieses, du kennst das, wenn du neben einem Kumpel stehst, du siehst irgendwas Geiles im Kino oder auf einem Konzert oder so und dieses, man guckt sich an und macht so dieses. Das haben wir, glaube ich, während des Gigs, alleine von denen, der ging in 40 Minuten, 30, 40 Minuten, bestimmt 20 Mal gemacht, so dieses. Der kann halt auch diese spitzen Schreie, ne? Ja. So eins, ne? Weiß nicht, vielleicht hört es auch auf, je älter du wirst und dann halt irgendwann vielleicht nicht mehr so oder nie professionellen Gesangsunterricht hattest und worauf du achten musst, so mit deiner Stimme, dass es halt im höheren Alter einfach schwierig wird, so in diese Mega-Höhen zu kommen. So, ne? Kann ich Das mir kann vorstellen. man Kann sagen. auch nicht sehen, so von dem her ist null Vermutung. Die meisten Metal-Sänger, die jetzt keine klassische Ausbildung haben, die machen ja auch leider Gottes einfach weiter so, ne? Die machen einfach weiter, Platte, 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 haben da keine Zeit für oder so und Ja. machen sich die Stimme halt irgendwann kaputt, ne? Ich meine, guck dir Rob Halford an, der singt halt immer noch wirklich, 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 wirklich gut. Der kann jetzt keinen Painkiller mehr durchsingen, aber das liegt vielleicht einfach daran, dass der Typ irgendwie 67 Jahre alt ist. Ja, Und also ich glaube, irgendwann ist es halt echt dem Alter ein bisschen geschuldet, aber man muss auch sehen, so, also wenn du seit 50 Jahren so im Business bist und jedes Jahr weltweit tourst und so, also klar hast du nicht mehr die Zeit, dann da A, dich zu erholen, so B, einfach mal, sag ich mal, keine Ahnung, mal 1, 2 Wochen gar nicht wirklich zu reden und deine Stimme zu schonen und möglicherweise dann halt noch irgendwelche Übungen zu machen und nochmal irgendwie einen Unterricht zu nehmen so und neue Methoden zu lernen oder sowas. Da fehlt ja halt die Zeit dann für, glaube ich. ich kenne tatsächlich nur einen Sänger, jetzt sage ich mal, der das wirklich machen musste. Und zwar war das bei den Toten Hosen so, dass wirklich der Campino Ja. irgendwann zum Arzt musste, weil er irgendwelche Knötchen auf den Stimmbändern hatte. Und da hieß es wirklich so: Pass mal auf, du lernst jetzt, wie man singt. Sonst singst du noch irgendwie ein Album und das war's dann. Ja? Dann singst du gar nicht mehr, weil das schafft die Stimme nicht mehr. Ja, und Ja, dann hätte er das wusste ich lernen auch. müssen. Ja, und es ist halt schwierig, wenn du da halt dann, was weiß ich, mit Mitte 40 dann wie so ein Anfänger, so hast du so noch so irgendwie so einen Ruf und alles, so, und dann gehst du da hin und dann singt halt irgendwie ein 10-Jähriger besser als du, so, ne, und kann das dann auch noch geiler und dass das irgendwie möglicherweise auch sehr frustrierend sein kann und dann fängst du erst an, das zu lernen und wie gesagt, also man sagt ja immer so schön, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. So, das wird halt schwieriger, das dann Auf alles so jeden unter Fall. einen Hut zu bekommen und dass man da die Muße hat, dass sich dann irgendwie 3, 4, 5 Stunden pro Tag irgendwie hinzustellen und da Übungen zu machen, wie man richtig atmet, wie man in die Höhen kommt und was jetzt anspannt, Zwerchfell, ob du, was weiß ich, denn alles machen musst. So, ne? Und kann ich mir schon vorstellen, dass es nochmal schwieriger ist, einfach je älter du bist und dann damit anfängst. So. Also wie früher damit professionell anfängt oder sich Unterricht sucht, umso leichter ist es, glaube ich. Auf jeden Fall. Also ich habe auch wirklich den allergrößten Respekt vor jedem, der irgendwie singt oder ein Instrument beherrscht. Alleine Schlagzeuger, denke ich mir immer so, hä? Ja, keine Ahnung. Also. Koordiniert man die Beine beide und gleichzeitig die beiden Arme, zwei unterschiedliche Rhythmen zu spielen und alles. Ja, du kannst doch auch so auf deinen Kopf hauen und deinen Bauch streicheln, oder? Nein. Wie, nein. So ein Bewegungslegastheniker oder was? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann Okay. gerade sitzen und atmen gleichzeitig das ist schon Multitasking. Ja. Ja, Ich bin okay. ja auch schon alt.
Ja, also ich meine, da denke ich voll oft immer an Andy, so, weil was der drummt und dann dabei immer noch so rumgreift, so keine Ahnung, wie er das macht. Also ich glaube, entweder kannst du dein Instrument dann so gut, dass du dich auf irgendwas anderes konzentrieren kannst, oder machst halt beides irgendwie nebeneinander, musst dann ein bisschen deine Fähigkeiten vielleicht am Instrument zurückschrauben, dass du mehr singen kannst, dass du da nicht die ganz verrückten Fills machst oder sowas. Aber ja, da habe ich auch ziemlich Respekt vor. Und vor allem habe ich auch ziemlich Respekt vor so Multi-Instrumentalisten. So machst du Schlagzeug, spielst Gitarre, spielst Bass, kannst Klavier spielen und singst dann noch so, boah, krass. Also kann ich auch nicht. Ja, es gibt ja so ein paar Bands, die tatsächlich einen singenden Schlagzeuger haben. Da denke ich dann immer, was? Und das ist in manchen Fällen dann tatsächlich sogar ein Sänger, der richtig singen kann. Zum Beispiel Dean Castronovo von Journey. Ist jetzt Ja. für die meisten Leute nicht so die richtige Musik, die wahrscheinlich jetzt irgendwie dieses Video angucken werden, aber da gibt es eine Live-Version von Mother Father, wo er einspringt für den Sänger und halt wirklich das 1:1 richtig geil rüberbringt, gesanglich und dabei Schlagzeug spielt und zwar richtig gut. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, hä? Warum? Wie? Was? Was hat er gefrühstückt? Ja, das sind also sicke Motherfuckers, also keine Ahnung. Also es muss halt, ja, weiß ich nicht, kann ich auch nicht. Also könnte ich nicht irgendwie so komische Schlagzeugbeats machen und dabei noch irgendwie so rumsingen, so. Nee. Ja, vor allen Das Dingen, wäre auch also zu der viel. Song ist auch noch anspruchsvoll zu singen. Das ist ja auch noch, also apropos anspruchsvoll. Vorgestern ist Eddie Van Halen gestorben. Ja. Leider, Krebs, mal wieder. Ja, Wie alt war er? 65, glaube ich, ne? 65 Jahre, das ist so bei der heutigen Erwartung von circa 250 Jahren ist das nichts. Ne? Ja, das ist nicht so. Aber ich glaube, der Gute, ich meine, das müssen wir ihm so, das war ja dem Krebs geschuldet, aber der hat sich sicher auch in seinen, keine Ahnung, bis dann mal 35 echt gut gehen lassen, so. Da hat er sicher auch so ein paar Narben davon getragen, aber, ja, ist halt schade, klar, was weißt du, es ist 65, ist jetzt so kein Alter, so hat Musikgeschichte geschrieben, ist auf so vielen Alben drauf, irgendwie, keine Ahnung, wenn wir 100 Menschen auf der Welt hätten, 95 Leute von den 100 kennen ein paar Songs von dem und sowas, also hat schon auf jeden Fall so einen Impact hinterlassen und ja, ist halt wieder zu früh, aber ich glaube, gestern haben dann ganz viele Leute ziemlich viel Van Halen gehört, so ist ja auch gut für die Band dann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich war gerade am Arbeiten. Also ich habe gerade am Rechner hier gesessen und war irgendwie am Musik hören und am Schreiben. Da kam meine Angebetete hinein und hielt mir ihr Handy unter die Nase, wo drauf stand, Eddie Van Halen ist gestorben. Und das war für mich Ja. aber erstmal so, ist zwar im Sitzen schwer möglich, aber war wie ein Tritt in die Eier, muss ich sagen. Ja, Und ja. so, vor allem, wenn du gerade so im Modus bist, ne? Kopfhörer auf, hörst gerade irgendwie Musik und dann, ne? Ja. Das war schon unschön, muss ich sagen. Ja, also, ne? Nicht rauchen, nichts Krebserregendes tun und immer schön den Morgensport machen. So wie. Ja, schauen wir mal, wie alt wir damit werden, so, ne? Ja, mindestens 250. Also, wenn der Trump Corona überlebt, dann können wir das Ja, auch. aber ich wette, Trump hat Corona überlebt wie noch niemand vor ihm so. Und er hat es so perfekt gemacht wie noch niemand vor ihm so. Also da sollte sich dann wohl jeder eine Scheibe abschneiden. So, ne? Der Idiot. Echt. Yeah. The doctors tested my DNA and it wasn't DNA, it was USA. Was für ein Arschloch. Ne? Stell dir mal vor. So. Was für ein Arschloch. Ja. Ich kann es mir genau vorstellen, wie er America. das sagt. Ich kann es quasi hören. Also, ja, Ja. der gute Mann. Ja. Gut. Ja, das war's für mich erstmal. Ich habe jetzt soweit keine Themen mehr und werde jetzt hier auch gleich noch ein bisschen zurechtschneiden und schustern. Ich muss immer noch sagen, der Stick, der bei dem Paket dabei war, von eurer Trader-Nummer, den fand ich super. Das war der Merch-Artikel schlechthin, finde ich. Ah ja, dann kannst du ja auch für andere Sachen benutzen, so, ne?
Das war Aber da gibt es eigentlich eine lustige Geschichte zu, warum wir die gemacht haben. Wir hatten so ein Repress, so eine Limited Edition von dem zweiten Album von The Venomizer. Und da sollten diese Bonus-Tracks drauf sein, also auf der Platte eigentlich so. Und dann haben wir die wiederbekommen aus dem Presswerk, so, wir hatten alles korrekt hingeschickt auch so, und es ging ja auch übers Label, und dann steht sogar auf der Packung so exklusiv Bonus-Tracks und hier unveröffentlichte Tracks und so, was wir halt, also beim Musikschreiben, wir machen immer so ein bisschen Überschuss so an Liedern, so wenn da 10 Songs drauf sind auf der Platte, haben wir sicher 20 geschrieben oder so, und dann wird es irgendwie aussortiert, was gut ist und vielleicht dann mal irgendwas wiederverwertet oder sowas. Aber auf jeden Fall stand es da halt hinten drauf so, und ich krieg das aus dem Presswerk so und sieht geil aus, ist ja nice. Hau die mir einen CD-Player und dann weiß ich, hä, wo sind die Songs? So, ne? Und dann ist das aufgefallen, und dann war das halt überall angekündigt, und ich so, hä, das kannst du nicht verkaufen. Das ist ja wie so damals mit der Lasagne so. Ist da Pferdefleisch drin, obwohl Rind draufsteht, so, ne? Und das ist ja irgendwie so Produktschwindel, was man macht, und da war es so sehr, fuck. Jetzt haben wir da echt ein paar viel CDs machen lassen, und es ist alles eine Fehlpressung so, und war auch nicht unsere Schuld. Und dann habe ich halt zum Label hab gemeint, jo, also könnt ihr die Tonne hauen, weil kann man nicht verkaufen. Und dann war es natürlich so, boah, finanziell ist schon ein großer Schaden, so, überleg dir was. Und dann war ich so, okay, machen wir halt Trader Sticks, hauen da die Bonus-Tracks drauf, und dann gibt es da halt immer dieses Package, die CD mit diesen Bonus-Tracks, dass die halt wenigstens da sind, dass die Leute es anhören können. Und dann haben wir noch einen schönen USB-Stick, so was für andere Sachen benutzen kannst. Und so ist das eigentlich entstanden. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee. Sowas unterstütze ich immer. Ich bin auch, wenn ich irgendwie eine Band geil finde, dann möchte ich am liebsten irgendwie ein T-Shirt, ein Longsleeve, eine Jacke, ein Hemd, eine Unterhose, Strümpfe, Käppi, alles. Ich trage zwar keine Käppis, aber ich würde mir dann ein Käppi kaufen. Falls sie mir irgendwann die Haare ausgehen, dann werde ich sowieso Käppi-Träger. Ja. Und dann Ja. gigantischer Bart, oder? Ja, sicher, der wird dann. Muss ich mit meiner Noch Freundin noch verhandeln, ob ich den wirklich so bis zum Bauch wachsen lassen darf, aber wir werden sehen. Ja, die Entwicklung wird sich auf jeden Fall in den sozialen Medien abzeichnen, weil ich ja hier, ich mache ja alles. Ich mach ja alles. sehr gut. Man muss auch immer alles machen. Das ist wichtig. Ja, selbstverständlich. Mal gucken, wie das noch so weiterläuft. Ja, ich werde jetzt hier erstmal, ich darf es zwar nicht in die Kamera halten, weil ich keine Werbung machen möchte, darf, soll, aber ich werde mir hier gleich noch großzügig mein geschundenes Knie einreiben mit einem Schmerzgel. Das fängt mit Woll an und endet auf Taren. Ah, niemand rausfinden. Was hast du gemacht, Alter? Ich bin gestern ausgerutscht und vorne über voll aufs Knie. Okay, weil Pech oder dumm? Ja. Ja, okay. Ich bin auf einem nassen Weg ausgerutscht. Das hätte mir auch passieren können, wenn ich nicht auf mein Handy geschaut hätte. Ich habe aber auf mein Handy geschaut. Das heißt, es war Pech und Dummheit gleichzeitig. Also der Double Kill praktisch. Ja. Ja, aber es ist bekannte Kombo, so, ne? Ja. Passiert. Machst du nichts. Gut, Na gut. dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielleicht machen wir das ja nochmal. Und Ja, also wenn neue Musik ansteht oder so, also es sind noch ein paar Sachen im Hintergrund, so, die passieren, so, da darf ich glaube aber auch vertraglich noch nicht mal drüber sprechen. Aber wenn das dann so bald draußen ist, so, dann können wir uns gern wieder mal zusammensetzen und gern wieder Video-Interview machen. Aber was noch cooler wäre, irgendwo in der Bar ein paar Bier trinken und sich da. das dann, sobald hier diese ganze Corona-Nummer durch ist. Ne? Ich habe auch die Okay. Schnauze voll. Ich wünsche auf das Heilmittel, was da bald kommt. Jawohl, aber nimm nicht das Russische, dem würde ich nicht vertrauen, so. Nee, ich nehme nichts, wonach ich irgendwie im Dunkeln leuchte. Ich nehme dann lieber irgendwie was Deutsches oder Amerikanisches, glaube ich. Aber ich habe gehört, Anfang des Jahres soll was kommen. Ja. Darauf muss Aber ich wenn mal ich reden. mal, also ich wohne ja in Tübingen, da wo CureVac ist mit den RNA-Tests, und mein alter Mitbewohner hat auch für die gearbeitet, und kriegst immer so ein bisschen so Inside-Infos dann über ein paar Kanäle so. Ist schon realistisch, dass man quasi da einen Impfstoff hat, aber bis das dann quasi auch so Herdenimmunität irgendwie erzeugt wird, so, also glaub nicht, dass 21 anders wird wie 20. Ne? Wir werden sehen, werden sehen. Wir Ich werden sehen. bin Also ich sehr möchte auch gar nicht optimistisch. pessimistisch sein. So. Also je schneller es rum ist, umso besser so, aber
das geht nie wieder weg so und man darf jetzt auch nicht irgendwie so glauben, so jetzt hat man die eine Pandemie, jetzt kommt keine nächste mehr so, also da ich da auch als Band würde ich mich da fragen, was man da umstellt, weil sowas wird jetzt nicht der Einzelfall gewesen sein in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Ja, aber gut, ich habe jetzt 39 Jahre geschafft ohne Pandemie, das ist jetzt meine erste. For Forest, dass das so bleibt. Ne? Also eine reicht da, glaube ich. Aber jetzt pass mal auf, denn es gab die Vogelgrippe, wir hatten die Schweinegrippe. Ich glaube 96, 98 war ganz schlimm, Schweinegrippe. 2003 hatten wir das nochmal. Gut, war keine Pandemie und sowas, aber war schon... Das war nicht vergleichbar. Also waren das alles Pandemien oder waren das Epidemien? Epidemie. Pandemie ist weltweit, Epidemie ist eher mehr lokal. Siehste, ne? Da war ich jetzt doch nicht ganz auf dem Holzweg. Hauptsache. Ja. Gut. Ja, wenn mal wieder was Zwingendes ist, dann sag einfach Bescheid. Wir machen dann hier wieder ein Terminchen aus und nächstes Mal bin ich auch glücklich. Okay. Dann habe ich vor allen Dingen was Zwingendes, aber was nicht aus Wasser besteht. Okay, sehr gut. Das ist dann vielen Dank an dich und an Schwermetallisch und wir bleiben in Kontakt und hab einen wunderschönen Donnerstag und stay metal. Bis dahin. Danke gleichfalls. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Yeah.